Diese Woche steht ganz im Zeichen meiner hessischen Heimat. Ich habe mir ein paar Biere mitgebracht, welche das sind und vor allem mit welchem es losgeht. Das verrate ich wie immer in 6 Sekunden. Dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zur heutigen Bierverkostung. Ich freue mich, dass ihr alle mit dabei seid und ein bisschen Lust habt, mit mir zusammen in meine hessische Heimat zu entfliehen und Biere meiner Jugend mit mir zusammen zu verkosten. Es geht nach Hessen, ins Rhein-Main-Gebiet, beziehungsweise im besten Fall auch nach Frankfurt. Und da habe ich mal geschaut, was es da so alles im Augenblick zu kaufen gibt. Und den Anfang macht eine Brauerei. Ja, klassischer als in Frankfurt geht es gar nicht mehr. Aber es gibt auch eine traurige Nachricht und ich weiß nicht, wie viele euch schon wissen. Die Binding Brauerei wird 2023 zumindest produktionstechnisch ihre Pforten zu sperren. Das letzte Wort ist da wohl noch nicht gesprochen, aber die Radeberger Gruppe, die ja in der Darmstädter Landstraße zu Hause ist, hat offensichtlich beschlossen, dass dieses Stück Frankfurter Kultur für immer schließen wird. Und jetzt ja, bei Frankfurter Kultur, da wird es wahrscheinlich dem einen oder anderen so ein bisschen die Nackenhaare aufstellen. Ich weiß, es ist nicht so die Speerspitze der deutschen Braukunst, aber es gehört definitiv zu einer Großstadt auch eine Brauerei. Und das war bislang immer noch die Binding Brauerei. Und da ist dann eigentlich nichts mehr, was nachkommt. Und das ist ja persönlich, finde ich das dann schon sehr, sehr schade. Wir machen den Anfang dieser Woche mit dem Binding Export. Eins von 3 Bieren, glaube ich, noch, die aus dieser Brauerei kommen. Und das Ganze kommt mit 5,3 Volumenprozent an den Start, 12,3 Plato, Wasser, Gerstenmalz und ja, ausschließlich Hopfenextrakt, wenn ich das richtig gesehen habe, sind hier. Nee, Hopfen steht auch noch drauf. Also es gibt noch Hoffnung. Hopfnung, ja. Und ich würde sagen, wir schauen uns das mal von innen an, was hier dann ins Glas kommt. Ich habe es in der Dose mitgebracht, weil ich finde, das ist doch zumindest mal die fairste Verpackung für ein Bier, wenn man das dann auch ein bisschen transportieren will. Und wir haben es hier zu tun mit einer schönen, klaren, goldenen Farbe. Bisschen Kohlensäure, die aufsteigt. Ein schöner, intensiver, 2,5 Finger breiter Schaum hier im Tastingglas. Oh, der Schaum haftet eher so mittelprächtig. In der Nase. Oh, viel brotiges Malz und auch ein bisschen kräutriger Hopfen. Aber das ist schon eine richtig kräftige Malzbombe. In diesem Sinne, seid zum Wohl. Cheers. Oh. Kräftige Süße. Wahrscheinlich von dem verwendeten helleren, wahrscheinlich auch Pilsener Malz. Schöne, angenehme Hopfenbittere, relativ kräftig, dezente Säure auch im Hintergrund. Es ist, ich würde sagen, das ist sogar so ein bisschen Honig-Karamell-Süße mit dabei, mittlere Würze. Und jetzt fängt an, so ein bisschen der Hopfen auch ein bisschen zu überpowern. Wird ein bisschen sehr herb. Dieses süßliche, karamellige Malz arbeitet dagegen. Und ja, es ist dann, finde ich dann am Ende des Tages doch ein bisschen unbalancierter Gesamteindruck im Mund. Hat einen mittleren Körper, mittlere Kohlensäure, glatte bis leicht ölige Textur. Und hinten im Nachtrunk, es wird ein bisschen trockener, dieses Brotige, das bleibt, kräuterige Hopfenbittere auch, aber insgesamt wird es ein bisschen dünner, aber gleichzeitig auch so ein bisschen astringierend und fängt dann richtig schön an zu ziehen im Mund. Und das ist eigentlich das, was ich von so einem Durstlöscherbier dann gar nicht haben will. Es hat einen Grund gegeben, warum wir das als Jugendliche nicht gerne getrunken haben. Und das ist auch nach wie vor der Fall. Es ist nicht mein Fall, das Binding Export aus der Binding Brauerei zu Frankfurt, die ich leider nie besucht habe und gerne mal besucht hätte, mir gerne mal angeschaut hätte und auch gerne ein Filmchen dort gedreht hätte. Aber Corona hat dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich habe es nicht mehr geschafft. Und mittlerweile bieten sie auch keine Führung mehr an. Und wenn sie jetzt 2023 schließen,
dann ist damit sowieso Essig. Also wenn noch jemand zuschaut von der Binding Brauerei, ich komme gerne mal vorbei, schaue mir das nochmal vor Ort an. Schreibt mir einfach an info@probiertv, würde mich freuen. Und für das Binding Export, ein Klassiker aus meiner Heimatstadt Frankfurt von probiertv, gibt es dafür 2,5 Punkte für das Binding Export aus der Dose aus Frankfurt mit dem Frankfurter Adler drauf. Dann soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Lust, die nächsten Tage noch mit mir gemeinsam hier mit Frankfurter bzw. hessischen und Rhein-Main-Gebietsbieren zu genießen. Die Gelegenheit habt ihr jetzt noch 6 Mal und dann sage ich an der Stelle danke fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr ein Abo da lasst. Da unten bitte klicken und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.